Einweisung Empo-Fräsmaschinen FB4. In diesem Video geht es über die Achsen. Welche Achse kann ich wo einstellen? Wir haben ja X, Y und Z Achse. Wenn ich hier hingehe, dieses Handrad, das ist für die Y Achse. Wenn ich das Handrad rausziehe, bitte so anfassen, nicht an den schwarzen Griff, sondern hinter die Kurbel fassen. Und dann hier drehen, hier kann ich also Y verstellen. Wenn ich es nicht mehr brauche, bitte wieder einschieben oder reindrücken. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn das rausgezogen ist, kann ich den Vorschub nicht für einschalten. Hier habe ich das Handrad, das ist für X. Hier kann ich also in X den Tisch verfahren. Das haben wir ja schon gemacht in dem Video für den Schraubstock vermessen. Und die untere Handkurbel, das ist diese hier. Da kann ich die Z-Achse verstellen. Z-Achse, das ist der Bereich rein oder raus ins Werkstück von oben, Tiefe, praktisch gesehen, das ist Z. Des Weiteren ist dazu noch zu erwähnen, dass wir hier noch so Bremsen haben. Die kann ich also, hier kann ich die Achsen mit feststellen. Eigentlich lässt man immer nur die Achse los, die man auch mit der man auch verfahren möchte. Die Achsen, die man nicht braucht, die setzt man eigentlich fest. Bitte, wenn ihr die Maschine verlasst, immer diese Bremsen wieder lösen, damit die sich nicht festsetzen bei uns auf Dauer und wir die Maschinen weiter einsetzen können. Das ist schon das Thema Achsen gewesen. Ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, euch dieses Koordinatenkreuz zu zeigen. Und das möchte ich jetzt auch ganz gerne machen. Ich versuche da jetzt mal gleich hin zu zoomen und euch dementsprechend dieses Koordinatenkreuz nochmal zu zeigen. Ich gehe da jetzt mal für euch hin. So, drehe das nochmal für euch in Position. Da habe ich das Koordinatenkreuz aufgesetzt, dass ihr euch das nochmal vorstellen könnt. X-Achse parallel zur Spindel, Y-Achse. Achse und die Z-Achse ist die Tiefe, sollte man so eigentlich ganz gut verstehen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß und bis dann in meinem Unterricht. Tschüss!